Den Mundschutz kann man natürlich tragen. Ein Afterschutz. Moment, Moment, also nun bringen Sie sich alles durcheinander. Mundschutz soll ja davor hüten, dass ich ein Viren oder Bakterien einatme. Bei SARS beispielsweise. SARS ist ein herrliches Beispiel und hat den Mundschutz jetzt propagiert und jetzt laufen sie alle rum mit so kleinen Weißen. Auch den Nasendoppelkondom sozusagen. Ist kein Kondom. Der Unterschied zwischen dem Mundschutz und dem Kondom ist, der Kondom muss undurchlässig sein, der Mundschutz muss Luft durchlassen, sonst ersticken sie nämlich. Also es ist überhaupt nicht vergleichbar, deswegen ist das Material auch anders, es ist eine ganz andere Industrie. Kiss Me Tiger wäre ein hervorragender Name für ein Kondom, das wäre eine richtige Werbung. Ja. Aber es muss so sein, dass die Benutzung, welches Kondom ich benutze, auch etwas über meinen sexuellen Status aussagt. Ja. Bin ich ein Raffinierter, bin ich ein Draufgänger, bin ich ein Steher, ja, das muss auch durch die Benutzung der Kondommarke, die ich anbiete. Und bei Frauen ist es genauso, sie müssen ihre Vorlieben zeigen und es muss selbstverständlich sein. Jetzt, und da ist der Witz, deswegen fand ich Ihre Idee nicht schlecht, dass man diese Erfolge der Kaugummi-Industrie doch da nicht unterschätzen sollte. Und da ist ja ähnliches Ausgangsmaterial ist, ja, sollte, und inzwischen ja auch bei Kondomen, das ist nicht zu vergessen, der Geschmack, das heißt der beigegebene Geschmack, ob Kirsche, Banane, Vanille. Himbeer oder Vanille, ja, eine immer größere Rolle spielt. Immer größere Rolle spielt, ja, muss man das auch einbeziehen, ja. Das heißt, der Unterschied zwischen Kaugummi und Kondom, der muss genutzt werden im Sinne des positiven Marketings. Im Sinne von alles, was intime Berührung erlaubt, mit der Mundhöhle oder mit sonst etwas, ja, nicht? Ja, muss sozusagen einheitlich, ja, sozusagen. Nicht einheitlich, nicht muss einheitlich. Vielfältig, muss differenziert. Die verschiedenen Marken werden natürlich dafür sorgen, dass sie selbst einen Wiedererkennungseffekt haben. Im Sinne der europäischen Vielfalt. Lassen Sie die europäische Vielfalt raus. Ich sage nochmal. Ja, aber Sie werden doch nicht bestreiten, dass Italien andere sexuelle Gewohnheiten hat als Frankreich. Immer weniger. Das sind alles Sachen, die der Geschichte angehören. Ich habe neulich ein russisches Kondom gekauft. Wissen das Sie war was? Hart wie Leder. Hart wie Kruppstahl. Da haben Sie ein Museumsstück erworben. Das ist alles Quatsch. Den wir exportieren natürlich heute nach Russland genauso. Aus der Gegend von Charkow sollen die härtesten Kondome der Welt kommen. Das mag sein. Ich habe es noch nie davon gehört. Ja. Also, Biegfest. Wenn sie hart sind, sind sie nicht hochfest. Unverbieglich. Also, das ist doch albern, was Sie da erzählen. Die Industrie ist viel weiter entwickelt als ihr Wissensstand. Es geht auch gar nicht darum, da Europa hineinzubringen, sondern die Marken werden sich durchsetzen, wie sich ein italienischer Skit genauso dieselben Schuhe kauft wie das deutsche, wie das schottische oder das portugiesische. Die tragen dieselben Schuhe, die tragen dieselben T-Shirts, ja. Da gibt es gar keine Unterschiede mehr. Und dennoch ist ein Espresso ein völlig anderes Getränk als eine Brause aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das ist ja auch nicht vergleichbar. Ja, heute können Sie aber einen italienischen Espresso auch in Deutschland aus einer Kaffeemaschine holen oder aus Frankreich. Ob es so gut gelingt, das ist eine andere Frage, weil der Mann, der an der Maschine steht in Italien, eher weiß, wie ein guter Espresso durch Druck erzeugt wird, durch die bestimmte Kaffeemenge im Vergleich zum Wasserdruck, ja, und die Qualität des Wassers. Mancher Norddeutscher sagt, das ist mir zu bitter. Ja, gut. Kann es nicht ein bisschen süßer sein? Süßer kann man durch Zucker hingeben, das ist Quatsch. Ja? Sondern natürlich werden in bestimmten Ländern bestimmte Marken bevorzugt werden. Die Italiener werden sicher auch, so wie sie auf dem Gebiet der Modeschöpfung ja Vorreiter sind, auch ihre eigenen Kondommarken durchsetzen. Es ist also wahrscheinlich eher, dass wir mit italienischen Kondomen arbeiten und die Firma Condomi hat sich ja da schon gleich italienisiert, ja. Nicht? Die Italiener halten Condomi sowieso für ein italienisches Produkt, ja. Dass es aus Köln kommt, wissen die wenigsten, ja. Jetzt hatte Ihr Konzern ein großes Problem mit dem Ministerium für Umwelt, und zwar anlässlich der Dosenverordnung. Ja, ja nicht wie mein entsorgen Konzern. Sie? Wie entsorgen Sie gefüllte Kondome? Die kann man ja nicht im Park rumschmeißen. Ja, das tut man ja zurzeit.
Ja, also das ist ein Fehler. Man muss sich im Grunde gegen Pfand, ja, weil ich, deswegen die Forderung, dass hier ein Kondompfand eingeführt wird, ja, und erst bei Rücklieferung. Hey, das ist etwas schwierig, was eine Hygienefrage ist. Ich meine, Sie können nicht die Leute dazu bringen, und das wäre auch kontraproduktiv. Unser Interesse ist, dass erstmal das Kondom völlig automatisch benutzt wird. Das ist ein viel wichtigeres Gebot. Und dann zurückgetragen wird in den Moment, Drogerie, Moment, wo es erworben das, wurde. Nein. Damit in Büchsen gestapelt und so weiter und entsorgt. Ich meine, Sie einer Wiederverwertung zugeführt. Sie denken wie ein deutscher Beamter, der wirklich sich keine Gedanken über Marketing macht. Hier geht es darum, dass die Einführung und Selbstverständlichkeit des Kondoms ist oberstes Gebot. Die Kondoms, die im Park rumliegen, ja, sind eine Quantité negligible. Natürlich wäre es schöner, sie lägen da nicht rum. Das ist aber dasselbe wie dasselbe wie Einwegspritzen von Drogenabhängigen. Auch die müssen unter Pfand gesetzt werden. Ja, das machen sie mal. Hier geht es erstmal um die Einführung des Kondoms und nicht die Entsorgung. Ja. Das sagen Sie. Das sage ich, jawohl. Weil wenn Sie jetzt die Entsorgung reinbringen, sofort in das Marketingkonzept, ja. Als europäischer Gedanke, Gedanke, hier in Europa wird zwar sozusagen Kondome benutzt, aber sie werden auch entsorgt. Moment. Sie liegen nicht rum. Moment. Ja, mit dem wertvollsten. Herr Doktor, Moment. Es geht darum, dass erstmal der Gedanke eingeführt, dass sie benutzt werden, ja. Und zwar automatisch, so dass die Sicherheit vor ansteckende Krankheiten wie AIDS, ja, reduziert wird auf ein Minimum, das möglich ist, ja. Wenn Sie jetzt den Entsorgungsfaktor reinbringen, bringen Sie Leute dazu, das Ding nicht zu benutzen, weil es nämlich zu mühsam ist, es zu entsorgen. Also machen Sie es erstmal zu selbstverständlich. Sie ehren den Samen, der jetzt da drin liegt, ach, ja. Samen überhaupt nicht. Der Samen, der im Kondom ist, ist nach ein paar Tagen auch kein Samen mehr, sondern nur eine glitschige Masse. Die Zeugungsfähigkeit eines Samens nach ein paar Tagen ist weg. Kann man eigentlich irgendwas null Wertvolles mit anfangen? Also ja, aber hören Sie doch auf. Sie können in 10 Jahren mal darüber reden, wenn das die Benutzung des Kondoms für Klonzwecke was sehr Wertvolles.